Alter, jetzt haben wir hier auch noch eine Schmetterlings- Epidemie. So, wie viele Glühwürmchen und Schmetterlinge wollen Sie? Ja. Viechzeug ist ja überall. Ja, das heißt, am Tag wimmelt es von Schmetterlingen und nachts wimmelt es vor Glühwürmchen. Das ist ja widerlich. Leute, das ist ein bisschen übertrieben. Ich sag's nur mal so. Hallo, du kriegst jetzt eine Hühnerkrone. Frühjahrskönigin, nun erhältst du deine Krone. Eivor, wie wunderbar! Welch schreckliches Untier gab sein Leben, um etwas so Schönes zu schaffen? Es war ein geflügeltes Wesen, wie ich es noch nie gesehen habe. Von seinem Schnabel tropfte Blut und seine Krallen waren schärfer als jede Klinge. Offensichtlich ein mächtiger Gegner. Ich wünschte, ich hätte dem Kampf beiwohnen können. Es war wahrlich ein besonderer Anblick. Wirst du deine Rolle nun gerne übernehmen? Ja, ich werde diese Krone mit Stolz tragen. Ich danke dir. Okay. $140. Okay. Da gehe ich öfter Hühner töten dafür. Hier kann man sich wieder prügeln. Warum sind die Leute alle durchsichtig? Warum habt ihr Geisterzuschauer? Sind das die Geister, vor denen uns der andere Typ beschützen wollte? Oder sollte es sich hier um einen Fehler im Spiel handeln? Nein, garantiert nicht. Das Spiel ist doch völlig fehlerfrei. Warum seid ihr unsichtbar? Oder so halb unsichtbar? Ich sollte mich einfach über nichts mehr wundern. Ah, was haben wir denn hier alles? Da unten sind die Flussraubzüge. Du willst bestimmt, dass wir Eier suchen. Und was geht bei dir? Saufen? Aha, bereit zu trinken? Saufen. Jo, saufen wir mal. Aber sicher. Wo schöpft denn der bitte sein Bier? Ich sehe schon, dieses Update ist auch wieder extrem fehlerfrei. Wurde bestimmt ganz viel getestet. Und bis ins kleinste Detail gepolished. Zu stark für dich. Das sind bestimmt alles keine Bugs, das sind Features. Obwohl, mit den Schmetterlingen ist hier alles voller Bugs. Hahaha. Ups. Ja, das war jetzt echt pipi einfach. Du bist ein rechter Schluckspecht. Komm jederzeit wieder. Was geht mit diesem Update? Leute, warum müsst ihr mit jedem Update das Spiel einfach noch mehr kaputt machen? Oh hey, hier kann man Deko hinstellen, wo ich noch keinen hingestellt habe. Was stelle ich denn hier hin? Ja, vielleicht warte ich da, bis ich mir Osterdeko gekauft habe. Kann ich mir da eigentlich schon was leisten? Ich habe doch jetzt schon irgendwie jede Menge von diesen Marken bekommen. Boah, aber echt meine Güte, was ist denn hier alles kaputt?
Zeig mir doch mal, was du hast. Sieh dich nur um. Was holen wir uns denn mal? Das finde ich cool. Ach, das kostet auch nur alles. Ah, der kostet mehr. Okay. Das Schwein ist auch schon süß. Kaufen wir halt erstmal die ganzen billigen Sachen. Ich muss los. Bis bald. So, war jetzt dieses Deko-Ding irgendwo Richtung Bogenschießen war das. Da drüben. Ja, genau. So. Wie sieht denn das alles aus? Sag mal. Das ist schon mal ganz hübsch. Immerhin sehe ich diesmal auch, was ich da hinstelle. Ach, das ist halt auch süß. Das Holzschweinchen. Ja gut, das ist jetzt recht unspektakulär. Die sind halt auch echt cool. Der ist cool. Ich glaube, ich stelle den Schrein hier mal hin. Ja, der ist hübsch. So, da können wir nochmal saufen, da können wir uns prügeln, da können wir Bogen schießen. Einfach nur, weil ich gerade da bin, mache ich halt nochmal das Bogenschießen. Ich schätze mal, da hat sich seit dem letzten Mal nicht viel verändert. Bin mal gespannt, ob die Alte immer noch zu jedem Schuss einen Kommentar abgibt. Willst du es jetzt versuchen? Wieso betonst du das so, als hätte ich dir schon mal Nein gesagt? Gib mir einen Bogen. Und Pfeile bitte auch. Ah, sie haben die Ziele ein bisschen umdesignt. Statt Kreisen haben sie jetzt Eckchen. Das ist ja so innovativ. Alter, diese Blümchen. Boah, diese Schmetterlinge stören auch so null. Bei Odins Auge, du schießt gut. Du machst deine Ahnen stolz. Mal schauen, ob es diesmal auch wieder so ausbackt, dass irgendwelche Ziele falsch rumhängen oder irgendwie schräg hängen bleiben. Ich bin doch der Einzige, der mitmacht. Die labert echt einfach wieder jedes Mal rein. Bei Freyas Liebe ein Meisterschuss. Gut, dass ich auf dich gesetzt habe. Bei Odins Auge, du schießt gut. Wenn ich einem Charakter schon nur 3 Voicelines gebe, dann lass ihn die doch nicht jedes Mal wiederholen. Das geht irgendwann auf den Geist. Boah, Alter. Bei dir sieht das so leicht aus. Ich mach gleich den Ton aus. Sei ruhig. Bei Freyas Liebe ein Meisterschuss. Odins Auge, du schießt gut. Du machst deine Ahnen stolz. Bei dir sieht das so leicht aus. Das ist ja auch Pipi einfach. Also wirklich. Odins Auge, du schießt gut. Wenn man bei dem Bogenschießding irgendwelche Probleme hat, dann kann ich einem auch nicht mehr helfen. Bei Freyas Liebe ein Meisterschuss. Ich dreh dich im Schnitt einfach leise. Nur gut, dass ich auf dich gesetzt habe. Die Zeit ist fast um.
hast es geschafft. Das war eine perfekte Runde. Nie hätte ich gedacht, solch eine Punktzahl zu sehen. 40 Marken, okay. Ich denke mal, diesmal muss ich mir das auch nicht so oft antun. Weil es gibt ja schon mal kein Outfit-Set noch dazu, was man sich holen kann. Der Rabe, der das teuerste ist, den will ich mir eigentlich auch gar nicht holen. Und die Tattoos mit den Blümchen eigentlich auch nicht so wirklich. Also es sind eigentlich nur die Deko-Sache und die habe ich fast alle. Insofern werde ich hier wahrscheinlich gar nicht offscreen noch 5-mal Bogen schießen müssen. So, wie wird denn hier die Eiersuche stattfinden? Erzähl mal. Alvin, du hast irgendeine Art Eierjagd erwähnt. Das habe ich. Aber es wird weit mehr als eine einfache Suche nach Eiern sein. Man braucht einen klaren Verstand und ein scharfes Auge. Das scheint mir eher was für Kinder zu sein. Stimmt. Deswegen habe ich es besonders herausfordernd gestaltet. Ich habe Alvis die Hinweise als Rätsel schreiben lassen und die Eier an schwer auffindbaren Stellen versteckt. Hier ist dein erster Hinweis für den Einstieg. Versteckt sind die Eier der Suche Beginn. Für die meisten braucht es deiner Augensinn. Einen Hinweis gibt es für 6 von ihnen. Für die restlichen 9 musst du selbst dir dienen. Hast du 15 Verstecke erfolgreich geleert, bringt die Eier zu Alvin jedoch unversehrt. Ah, okay. Rätsel, zeig mal. Die sind, wo sind die? Da. Wahre Größe strebt ein Eroberer an, ihre Spuren verfielen, lang vorbei ist ihr Wahn. Also römische Ruinen. Alt und neu, manche längst schon zerfressen, hier liegen sie fort, doch niemals vergessen, der Friedhof. Hier herrscht Musik, Met und gar muntere Reigen, doch bleibst du recht wachsam, kannst du Eier eintreiben. Das ist entweder die Festhalle oder der Festplatz. Mit donnerndem Brüllen forme ich das Land, betrittst du mich, folgt bald ein Fall unerkannt und Wasserfall. Deine Waffen lass ruhen, darfst der Schlacht dich vereinen, trinke und feiere bis zu Sols Erscheinen, den Weisen ein Rat, es gibt mehr als nur einen. Okay. Raubzüge reisen und mit Waren zu handeln, dafür müssen wir durch jede Türe wandeln. Jomswikingerhütte? So, dann gehe ich mal zum Museum, zum Friedhof und schau mal ins Langhaus. Ich meine, es wäre jetzt auch komisch, wenn im Langhaus nichts wäre. Hier in der Gegend sollten einige Eier sein. Frage ist, wenn hier Eier sind, wie findet man die? Ist da oben was? Ah. Okay. Ich glaube, hinter dem Thron der Osterkönigin waren, glaube ich, auch welche. Und dann gibt es an jedem Hinweisort wohl mehrere. Da war... Ah, da oben auch noch was, genau. Hier in der Gegend noch was? Da eventuell? Wow, sind die versteckt. Ja gut, das ist ja mit unseren Spezialsinnen nicht so kompliziert. Genau, im Hafen. Die stehen halt auch einfach mitten da. Ja, gut, es hieß ja auch, manche sind einfacher versteckt und manche sind schwieriger. Es kann nicht mehr weit sein. Aber ist ganz süß mit diesem Blätterring außenrum.
hier noch was? Nein? Gut. Da ist was. Auch extrem versteckt. Und komm, beim Friedhof war doch auch was. Genau da. Oh, da bist du aufgehängt mit diesen Kreisbögen. Beziehungsweise eierförmigen Bögen. Das ist eigentlich ganz nett. Ganz nett gemacht. So, beim Wasserfall war auch noch was auf jeden Fall. Und Richtung Ruinen-Museum. Und garantiert auch mindestens eins in der, im Langhaus. Ah, nicht mal hinterm Wasserfall, sondern nur neben dem Wasserfall. Okay. In der Gegend sollten einige Eier sein. Ja, ich weiß, ich sehe es. Sind hier noch mehr? Da oben sind welche. Das ist jetzt nicht so für die Kinder geeignet. Da oben sind auch noch welche. Okay. Komm, geh hoch. Warum kommst du denn da nicht hoch? Ah, geh doch. Also da auf den Balken. Da vorne auf dem Außenbalken sind welche, aber da komme ich von hier gar nicht dran. Aber da oben komme ich ja raus. Hatte ich das Innere von unserem Langhaus anders in Erinnerung, aber vielleicht erinnere ich mich da nur falsch. Oder verändert sich das auch mit dem Ausbau des Ortes? Keine Ahnung. Also hier vorne komme ich jetzt da gut ran. Okay. Soweit so gut. Und einmal hier rüber. Und einmal einsammeln. Sieht cool aus hier mit den Äxten. Mit dem Widderkopf. Hier müsste noch was sein, glaube ich. Meine ich zumindest. Es kann nicht mehr weit sein. Ah, da oben, okay. Ja, das ist sogar dreifarbig mit Blättern umrandet. Ich höre nicht hin. Okay. Was ist das jetzt? Ach, Skrobbisch hier. Finger gesucht. Physizin, Verträge, General Haskell, findet der Kodexseiten. Flussraubzug. Ach nee, da kann ich nur noch mal Dings. Finde alle Eierkörbe. Wie viele sind denn das nochmal?
Ach, halt, da steht's ja. Brauche ich wahrscheinlich nur noch einen. Ist natürlich immer, wenn nur noch eins von irgendwas übrig ist, wird's schwierig. Gucken wir nochmal auf die Rätsel. 13 Stück habe ich. 15, also 2 fehlen mir noch. Also, an den Ruinen haben wir, am Friedhof haben wir Musik, Med und Gamundre Reigen. Das ist der Festplatz, da gab es ja einige. Am Wasserfall haben wir auch. Das war in der großen Halle, schätze ich mal. Und das war am Hafen. Ja. Gucken wir einfach hier mal noch ein bisschen durch die Gegend. Vielleicht auch Richtung Festplatz nochmal. Haben wir denn hier? Ach, da können wir was bauen. Ach, da können wir Alvis helfen, die Geister zu vertreiben. Das machen wir gleich. Erstmal die Eier fertig suchen. Ah, da ist noch was. Ah, jawohl. Okay. Dann fehlt aber immer noch eins. Das ist der Typ. Das ist die von der Schlägerei. Nein, nein, nein. Hey, Absturz Nummer 2 in dieser Aufnahme. Boah, ich kriege echt so einen Hals langsam. Oh, cool. Also beim Bogenschießen war noch einer. Das kann es doch echt nicht geben, wenn es einfach irgendwie einen Fehler gibt, wo alle Stunde oder alle halbe Stunde oder was auch immer einfach das Spiel abschmiert. Das sind doch, würde ich jetzt mal meinen, integrale Probleme, die man beheben sollte, bevor man irgendwas anderes macht. Vor allem, es ist denen ja auch bekannt, dass das Spiel bei vielen Leuten immer wieder abschmiert. Und ich gebe zu, ich kenne mich halt jetzt mit Game Development nicht so aus, dass ich nicht weiß, wie einfach oder schwierig das ist, da die entsprechenden Fehler dann auch aufzutreiben und auszumerzen. Aber man müsste sich doch einbilden, dass das irgendwie machbar wäre. Irgendwo kann man sich hier seine Belohnung abholen. Die wäre wo? Muss ich da wieder mit der Alten reden? Während du fort warst, half dein Söldling anderen Jarls aus. Hier ist der Lohn, den er dafür erhielt. Wow. Dafür kann ich ein Kleidungsstück optisch umändern. Ich muss los. Bis bald. Ah, da vorne ist noch was. Ah, bei Rida war ja klar eigentlich. Ja, ja, eine letzte noch. Aber nur, weil ihr alle so guten Geschmack habt. Also,
Diese Geschichte trug sich vor langer Zeit in einer... Das war dann wohl das Letzte. Komm, ihr kriegt ein Baumschweinchen. Obwohl... Ihr kriegt den coolen Krieger. Ist ein bisschen doof, dass der vom Weg wegschaut. Naja. Jetzt bin ich ja schon jemand, der alle 5 Minuten speichert. Jetzt muss ich aber alle 2,5 Minuten speichern, weil mir das Spiel jede Minute abschmieren kann. Alles Features. Hallo, ich möchte bitte mit dir reden und die Quest abgeben. Lässt sich das einrichten? Nein, du bist zur Motte geworden und musst gegen die Lampe laufen. Okay. Ach Leute, kriegt doch mal euer Spiel auf die Reihe, bitte. Naja, jetzt ist auch Nacht, dann gehen wir halt erstmal Geister vertreiben. Jetzt wollte ich fast sagen Eier vertreiben, ja. Es zermürbt schon mein armes Gehirn. Nee, ich will doch nicht Bogen schießen, ich will doch hier... Jetzt haben wir wieder Glühwürmchen-Epidemie.